Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich zum ersten Vortrag der Ringvorlesung Nachhaltigkeit begrüßen. Heute mit dem Thema die nachhaltige Stadtentwicklung der Stadt Augsburg. Mein Name ist Simon Lindermeier und ich werde Sie heute durch den Abend führen. Zum Hintergrund der Ringvorlesung wird Ihnen gleich der Vizepräsident der Hochschule für Studium und Lehre Informationen geben. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Laszlo Kovács. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen an der Ringvorlesung Nachhaltigkeit und an der Technischen Hochschule Augsburg. Wir sind ein bisschen in unserer Identität neu geprägt worden und ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Ich möchte nur wenige Worte dazu sagen, warum wir überhaupt eine Ringvorlesung und warum wir die Ringvorlesung Nachhaltigkeit dieses Semester anbieten. Erstens, warum überhaupt eine öffentliche Ringvorlesung? Das ist inzwischen eigentlich eine ganz etablierte Praxis geworden, nicht nur letztes Jahr, als wir die KI-Ringvorlesung angeboten haben, sondern seitdem gibt es einige Angebote in dieser Richtung. Wir haben mehrere Angebote mit der Stadt zusammen entwickelt oder mit der Region zusammen. Und das ist auch ganz wichtig für uns, das ist unsere Identität. Wir verstehen Wissenschaft im Austausch mit der Praxis, mit der Stadt, mit der Region. Das ist allgemein zu den öffentlichen Ringvorlesungen, aber diese Ringvorlesung ist nochmal etwas Besonderes, weil wir Ringvorlesung etwas anders verstehen. Nicht nur, weil wir mit dem Ring um ein Thema kreisen und dieses Thema aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten möchten, sondern den Ring verstehen wir auch so, dass wir jeweils zwei Personen zu einem Abend einladen und diese zwei Personen stehen hier vorne auf der Bühne und ringen. Es sind zwei Personen aus unterschiedlichen Perspektiven, mit unterschiedlichen Erfahrungen. In der Regel ist es so, dass die eine Person aus der Praxis kommt und die andere aus der Hochschule. Das zeigt wiederum unser Verständnis von praktischer Wissenschaft. Das ist sehr wichtig für uns, dass diese Anwendungsorientierung immer zum Vorschein kommt. Wir sind in der Hinsicht ein bisschen anders als Universitäten, die stärker in der Grundlagenwissenschaft ihre Profilierung finden. Wir müssen immer auf die Anwendungsorientierung schauen. Und das möchten wir in der Ringvorlesung auch in die Öffentlichkeit tragen und ein bisschen mehr Verständnis für unsere Art von Wissenschaft, Wissenschaftsbetrieb erwecken. Warum diese Ringvorlesung dann für die Nachhaltigkeit steht, das ist eigentlich das Thema Nachhaltigkeit unsere Identität geworden in den letzten Jahren. Es zeigt sich auch an unseren alltäglichen Debatten, was unsere Diskussionen in den Hörsälen, in der Mensa, in der Präsidiumssitzung und überall beschäftigt. Das sind sehr vielfach Nachhaltigkeitsthemen. Warum muss das aber eine öffentliche Veranstaltung werden, wenn wir das schon so häufig besprechen? Ja, wir müssen das auch als Bildungseinrichtung in die Öffentlichkeit tragen, was das Wichtigste ist. Und wenn Sie zurückschauen auf die Geschichte der Wissenschaften, sehen Sie, dass jede Epoche gewisse zentralen Kernfragen hatte. Zu Beginn der Neuzeit war die große Frage, was können wir wissen? Erkenntnisfragen, was können wir erkennen? Da hat der René Descartes mit seinem Satz sehr viel auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, ich denke, also bin ich. Aus der Erkenntnis heraus, dass es ihn geben muss, wenn er denkt, das ist das Mindeste, dass es ihn geben muss, wenn er schon mal denkt, hat er dann ganz viele weitere Erkenntnisse abgeleitet. Das ist das Erste und das Fundament aller weiteren Erkenntnisse, was er in diesem Satz gesagt hat. Für unsere Zeit stehen natürlich nicht mehr Erkenntnisfragen im Vordergrund, sondern Hans Jonas hat einmal formuliert, unsere Frage ist genauso eine metaphysische Frage wie zu Beginn der Neuzeit, aber eine andere Frage, die Frage ist, braucht es heute noch eine Menschheit auf der Erde? Und diese Frage ist eine zentrale Frage geworden, weil es nicht mehr notwendig ist. Wenn wir diese Frage mit Ja beantworten können, folgen daraus ganz viele Anforderungen für unseren Alltag. Um diese Anforderungen herum
kreist die Ringvorlesung und wir versuchen in 10 Sitzungen nacheinander diese Frage zu beleuchten, welche Anforderungen entstehen aus der ersten Antwort, dass es eine Menschheit auf der Erde braucht. Ich lade Sie ein, bei allen Themen dabei zu sein und ich freue mich, Sie in den nächsten Wochen wiederzusehen. Immer mittwochs, 19 Uhr. Also, wir legen los. Vielen Dank. Danke, Herr Professor Kovac. Sehr geehrtes Publikum, ich habe gleich zu Beginn eine Frage an Sie. Wer ist denn heute Abend mit dem ÖPNV oder Fahrrad angereist? Jeder, der zu Fuß gekommen ist, darf sich auch melden. Okay, das sieht aus wie 90%. Davon bin ich jetzt fast überrascht, oder sehr überrascht. Was heißt das jetzt? Ist das Nachhaltigkeitskonzept der Stadt Augsburg übererfüllt? Tatsächlich beschränkt sich das Nachhaltigkeitskonzept der Stadt Augsburg nicht nur auf die Frage, ob wir ÖPNV und Fahrrad nutzen. Das Nachhaltigkeitskonzept der Stadt Augsburg ist umfangreicher als die Frage der Mobilität. Das wird Ihnen heute Abend Dr. Norbert Stamm mit Sicherheit unter Beweis stellen. Wir dürfen gespannt sein, wie die Stadt Augsburg aktiv die Nachhaltigkeit verbessert. Im Anschluss wird Frau Professor Krön die Nachhaltigkeit aus Sicht unserer Technischen Hochschule beleuchten. Wir dürfen auch hier gespannt sein, wie die Technische Hochschule die nachhaltige Transformation begleiten kann. So, jetzt will ich aber ohne weitere Verzögerung unseren ersten Dozenten vorstellen. Er studierte Literaturwissenschaften und Kulturwissenschaften mit Schwerpunkt Afrika und hat zusätzlich das Studium der christlichen Sozialwissenschaften abgeschlossen. Er ist Gründungsmitglied und Vorstand des Vereins Eine Weltnetzwerk Bayern. Er leitet seit über 17 Jahren das Büro für Nachhaltigkeit und die Geschäftsstelle Agenda 21 der Stadt Augsburg. Mit der Nachhaltigkeitsstrategie seines Büros hat die Stadt Augsburg 2021 den Zukunftspreis Kulturgestalten gewonnen. Begrüßen Sie mit mir Herr Dr. Norbert Stamm. Gut, vielen Dank. Es ist ja wie im Zirkus. Ah gut, es ist gut. Also vor 17 Jahren habe ich mich selber geleitet, da war ich nämlich alleine im Büro für Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeitsverständnis. Was ist Nachhaltigkeit? Sie werden ganz viel hören in der nächsten Zeit. Erstmal zur Ermutigung. Sie haben ganz schön viel Freiheit beim Nachhaltigkeitsbegriff. Gehaltvoll, elastisch. Hans-Peter Dürr, ein Spielfeld. Für uns aus Augsburg hier Dialog, Lern- und Gestaltungsprozess. Was sehr wichtig ist, ist ein gemeinsames Verständnis. Ich möchte jetzt kurz auf einen Film, der hier an der Hochschule. Die SDGs. Muss ich mal gucken. Genau. Ja. Starten unten, okay. Sustainable Development Goals sind 17 internationale Ziele mit 169 Unterpunkten. Sie wurden von den Vereinten Nationen formuliert und stehen weltweit für eine nachhaltige Entwicklung. Und weil diese Ziele global gelten, gehen verschiedene Orte auf verschiedene Arten mit ihnen um. Auch Augsburg hat solche Nachhaltigkeitsziele beschlossen, die in Zusammenarbeit mit der Stadtgesellschaft entwickelt wurden. Diese Zukunftsleitlinien gliedern sich in 4 Bereiche: Umwelt, Soziales, Wirtschaft und Kultur. Jeder Bereich besteht aus 5 Leitlinien, die sich wiederum in mehrere Punkte unterteilen, die passgenau auf Augsburg und die Bedürfnisse seiner BürgerInnen zugeschnitten sind. Diese Zukunftsleitlinien entsprechen also den globalen Nachhaltigkeitszielen, sind aber für Augsburg gemacht und stellen konkrete und bürgernahe Ziele dar. Das Wichtigste kommt jetzt noch, nämlich, das ist ein Film von Ihnen. Von der Hochschule Augsburg. Genau, danke. Jetzt gehen wir mal wieder hierhin zurück. Genau, also 2 Dinge heute. Einmal die Grundlage, das gemeinsame Verständnis und dann auch die Umsetzung, ein Prozess. Das ist das, was ich sagen will. Diese Zukunftsleitlinien, die Nachhaltigkeitsziele für Augsburg sind
nicht aus dem Nichts entstanden, sondern 2004 war das alte Handlungsprogramm Nachhaltigkeit da, auch einen längeren Weg entstanden, seit 1996. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, eben 2014, 15, in einem ganz breiten Prozess mit vielen Akteuren aus der Stadtgesellschaft, auch aus der Verwaltung, der Politik, Zivilgesellschaft, Wirtschaft, eben die Zukunftsleitlinien zu entwickeln. So sehen die aus. Sie haben die eben schon mal gesehen. Im Film war das jetzt noch die alte Fassung. Wir haben die nämlich Ende 21 überarbeitet. Aber mas o menos ist es das Gleiche geblieben. Wenn man da reinguckt, ich habe Ihnen so kleine Heftchen mitgebracht, die Kurzfassung. Ich hoffe, sonst oben liegen noch welche und ich habe hier auch noch mehr davon. Das ist praktisch die Kurzfassung. Ich glaube, da oben rechts in der Ecke, die Nachzügler kriegen noch, wer mag. Da ist es dann, brauche ich die nicht alle erklären. Also Ökologie, die großen Themen, Klimaschutz steht an eins, dann Mobilität, dann Energie, Material, Ressourceneffizienz, da sind auch erneuerbare Energien dabei, biologische Vielfalt und die natürlichen Lebensgrundlagen. Soziale Zukunftsfähigkeit, Gesundheit, Bildung, Sicherheit, Teilhabe und dann Einzelfallhilfe, also sozialer Ausgleich für einzelne Menschen. Wirtschaft heißt Standort, dann Leben und Arbeiten verknüpfen, also die Leute, die die Wirtschaft sind, nämlich wir. Gemeinwohlorientiert wirtschaften, Finanzen und dann Flächen und Bebauung. Hätte auch bei Ökologie stehen können, aber Immobilien sind doch stark geldgetrieben. Dann kulturelle Zukunftsfähigkeit, Kunst, Kultur, also die Kunst. Das andere ist ein weiter Kulturbegriff, nämlich dann Werte. Vielfalt von der Menschen, Beteiligung, ohne die geht es nicht. Und dann das Selbstbewusstsein, wer sind wir eigentlich? Ihr wisst es vielleicht nicht, Augsburg früher kam immer unter dem Teppich daher, mir ist dann mehr in Oberbayern und Schwaben war nichts. Blick nach hinten, Fugger, wir waren früher mal historisches Bürgerfest. Jetzt ist es Gott sei Dank anders, unter anderem auch wegen der guten Arbeit der Hochschule. Ja. So, globale Ziele, schön und gut. Was zählt, sind Maßnahmen, das, was hinten rauskommt. Aber abgestimmt, Grundlage, die ganze Diskussion um Ökologie, planetare Grenzen und so weiter und auf der anderen Seite Menschenrechte, eine lange Entwicklung. Zusammengefasst 2015 in den SDGs, es gab ja vorher MDGs, es gab vorher andere Zielsysteme. Deutschland-Ebene Nachhaltigkeitsstrategie. Auch Bayern hat eine Nachhaltigkeitsstrategie, spielt aber nicht damit, setzt die nicht ein. Die bayerische Politik hat die in der Schublade, arbeitet nicht damit, ignoriert die, hat sie nur pro forma. Augsburg hat die Zukunftsleitlinien, hat die umgesetzt, auch im Stadtentwicklungskonzept, dann in den einzelnen Fachkonzepten. Da sollen, müssen die wirken. Hier nur mal eine Gegenüberstellung oder wie das einzahlt, also praktisch wie unsere Piktos, unsere Ziele einzahlen auf die SDGs. Da sieht man, die SDGs sind abgedeckt. Vorteil, die Zukunftsleitlinien sind mehr, die sind größer. Nachhaltigkeit hat viel, komme ich vielleicht nachher noch drauf, mit einem Narrativ zu tun, mit einem Bild. Das ist unser Bild, also jenseits der Piktos, die kann man auch nehmen, die 20. Aber das ist mal so ein globales Bild. Das muss man erzählen. Starke Nachhaltigkeit, das sind die drei Kreise, ne, hat sich ja durchgesetzt. Keine drei Dinger mehr, keine drei Säulen oder drei Ecken oder irgendwas, die irgendwie sich gegenüberstehen und nichts miteinander zu tun haben. Nachhaltigkeit, Ökologie ist die Grundlage, ist das Fundament. Auf der Ökologie steht die Gesellschaft, was die macht. Und Wirtschaft ist ein Teil gesellschaftlichen, menschlichen Handelns. So, als Grundkonzept. Und wir in Augsburg, im Laufe der Zeit, wir haben uns ja schon lange damit beschäftigt, haben gesagt, naja, wir wissen, was zu tun ist, warum tun wir das nicht? Und sind drauf gekommen, wir müssen uns mit der Kultur, mit unserer Kultur auseinandersetzen. Eben, zum Beispiel mit unseren Werten. Und da kann Kunst zum Beispiel auch Räume öffnen. Deswegen diese kulturelle Dimension, die aber anders ist. Das ist unser Bild von Nachhaltigkeit. Und wir bewegen uns und ermutigen eigentlich die Leute genau in diesem kulturellen Rahmen. Und das, was ihr hier macht, studieren, euch bilden, das ist dieser kulturelle Rahmen. Ja, darum geht es. Das ist die Dimension, die wir erstmal oder grundlegend verändern müssen, um dann zu wissen, was wir in den anderen Handlungsbereichen, bei den vielen Möglichkeiten, die wir haben, dann tun sollten. 25-Jahre-Agenda, also es ist mittlerweile jetzt das 28. Jahr. Haupterkenntnisse, wir haben da so einen kleinen Band gemacht eben. Es geht um eine sozial-ökologische Transformation und das ist eine Kulturveränderung. Das, was ich eben gesagt habe. Deswegen diese kulturelle Dimension, könnt ihr euch mal angucken, eben diese Bereiche Kunst, Werte, Vielfalt,
Beteiligung, sich beteiligen, Verantwortung übernehmen und Selbstbewusstsein im Sinne von auch Bewusstsein, wer bin ich eigentlich? Wir haben das eben mit diesen 20 Zukunftsleitlinien zusammengefasst. Die geben uns Orientierung, sind Selbstverpflichtung. Die sollen verständlich sein, das ist immer relativ. Gibt auch eine Fassung in einfacher Sprache. Und sie sind überprüfbar und weiterentwickelbar. Alle 6 Jahre, passend zum Kommunalwahlzyklus, stellen wir die auf die Probe. Immer im ersten Jahr der neuen Stadtratsperiode werden die überarbeitet, stadtgesellschaftlich. Und der neue Stadtrat muss die dann, soll, kann, darf die dann wieder beschließen, damit sie ihre, unsere aktuellen Ziele sind. Die sind untergliedert, die 20 Zukunftsleitlinien nochmal mit 3 bis 5 Zielen. Das macht insgesamt dann 78. Dann gibt es wiederum Erläuterungen zu diesen einzelnen Zielen. Und dann gibt es Indikatoren. Die Indikatorenfortschreibung lässt leider bei uns zu wünschen übrig, rein aus Arbeitskapazitäten. Es sind nur ein paar Indikatoren wirklich aktuell. Aber wir machen weiter. Hier sieht man, wie wichtig diese Bilder sind, dieses Verständnis, die Zukunftsleitlinien. Die gehen bei uns in die Grundlage für unsere Bildungsarbeit, also BNE. Ich habe so eine Zukunftsbox auch mitgebracht da hinten. Wer eine super sinnvolle Verwendung dafür hat, darf die nachher gerne mitnehmen. Dann haben wir die Projekte der Agenda vor und der Arbeitsgruppen, komme ich gleich noch zu. Dann gibt es das Live-Guide-Portal für weiter draußen, für den Alltag, wo man gucken kann, jetzt in Augsburg und den beiden angrenzenden Landkreisen, was kann ich machen. Es gibt den Zukunftspreis, wo Projekte gesammelt werden. Es gibt die Nachhaltigkeitseinschätzung, die genau an diesen 20 Zielen entlang die Stadtratsbeschlüsse begleitet. Hinten dran eine Bewertung, eine Einschätzung eben, ne, subjektiv, kein Controlling. Genau, und dann, wie ich sagte, eben auch schon in den einzelnen Fachkonzepten schlägt sich das nieder, gibt auch einen Nachhaltigkeitsbericht und so weiter. Das ist dann das Entscheidende, nämlich der Prozess, die Akteure. Wir brauchen möglichst viele Akteure. Ein Nachhaltigkeitskonzept muss Leute gewinnen, muss überzeugen. Jetzt im Einzelnen, das ist diese Nachhaltigkeitseinschätzung, so sieht die aus. Wir haben ein Ratsinformationssystem, Gott sei Dank, seit ein paar Jahren, endlich in Augsburg. Da kann man alle Beschlüsse angucken. Morgen ist Stadtrat, Gesamtstadtrat. Ich weiß nicht, 30, 40 Tagesordnungspunkte drauf, einer auch von uns. Und die Beschlussvorlagen stehen da drin. Die kann man anklicken, kann man alles lesen. Letzte Seite, Nachhaltigkeitseinschätzung. Der Nachhaltigkeitsbericht, der auch stadtgesellschaftlich aufgebaut ist. Wir sagen, Stadt sind Politik, Verwaltung, Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft. Ja, ist auch entweder Zivilgesellschaft getrieben oder wirtschaftlich getrieben oder staatlich getrieben. Das ist kein eigener Bereich bei uns, aber die Akteure sind natürlich auch wichtig. Die haben wir alle eingesammelt, auch für die Berichterstattung. Genau, darum geht's, die Wirkung. Das ist dieser Begriff, ja, Stadt. Ihr seht, die sind sehr differenziert. Also Zivilgesellschaft gibt es ganz unterschiedliche Organisationsformen. Auch in Wirtschaft ist nicht homogen. Wir machen die Erfahrung, dass es Pioniere des Wandels in der Wirtschaft gibt, mit denen wir gut zusammenarbeiten. Bis die Großen sich bewegen, dauert. Grundlage für uns, für dieses gemeinsame Arbeiten, ist diese Haltung, Kooperation, kooperative Stadt. Das ist für eine Stadtverwaltung ziemlich ungewöhnlich. Als ich angetreten bin, Stadtverwaltung ist Behörde. Rechtliche Sicherheit, wichtig, gibt einen Rahmen, gibt einen Schutz. Seit den 70er Jahren, also seit 50 Jahren, Leitbild, Service, ja, Dienstleister. Bloß eine Stadtverwaltung ist nie so gut ausgestattet, dass es alle Dienste machen könnte, die die Bürger sich wünschen. So viel Steuern will kein Mensch zahlen. Also bei der großen Aufgabe Nachhaltigkeit brauchen wir möglichst viele Leute. Und das heißt, wir müssen kooperieren. Wir, das Büro für Nachhaltigkeit, arbeiten kooperativ. In eben diesem großen Prozess. Agenda Forum, Nachhaltigkeitsbeirat. Das sind diese Arbeitsgruppen. Wir haben 30 Arbeitsgruppen. Die sind ganz unterschiedlich. Eine schläft gerade. Die Agitierrechte, die Veganerinnen, die haben ganz viel vorgelegt in den letzten Jahren. Jetzt seit Corona schwächeln die. Ja? Aber andere Arbeitsgruppen sind sehr aktiv. Im November macht das Forum Fließendes Geld, einen Dialograum Geld in der Kongresshalle mit bundesweiter Beteiligung, 200 Leute. Wird spannend. Fuggerstadt, Geld. Was ist Geld heute? Wie müsste Geld heute funktionieren? Geht es nicht um die beste Finanzanlage? Diese Agenda-Foren, wie gesagt, sind alle sehr unterschiedlich. Das macht es auch interessant. Agenda-Team, einmal im Monat, öffentlich, treffen sich die Vertreter der Agenda-Foren,
mit uns vom Büro für Nachhaltigkeit und wir diskutieren in der einen Hälfte die wichtigen Grundlagen, Grundfragen, Weiterentwicklung, Zukunftsleitlinien, Beteiligung am Klimafestival, vom Staatstheater und was weiß ich. Und auf der anderen Seite gucken wir Fragen, also Informationen, Austausch, gemeinsame Projekte. Kleiner Hinweis, die Stadt legt 30.000 Euro, das ist ungefähr die Hälfte von unseren freien Mitteln, legen wir auf den Tisch am Anfang des Jahres und die Agenda vor und wir zusammen überlegen, wer wie viel Geld braucht, wofür, für welche Projekte und machen dann einen gesammelten Vorschlag an unseren Chef, den Nachhaltigkeitsreferenten, Umweltreferenten der Stadt und dann können die arbeiten, die vorhaben, mit dem Geld, was sie bekommen. Das ist viel besser als Schulterklopfen oder irgendwie so. Nachhaltigkeitsbeirat, wichtig. Das sind die, die nicht freiwillig in die Agenda vorkommen. Das sind die großen Institutionen, die aber wichtig sind in der Stadt. Da ist auch die Hochschule drin und zwar sehr engagiert, mehr als viele andere. Sehr gut. Ihr seht, wir haben da auch ein bisschen geguckt aus den Bereichen Ökologie, Soziales, Wirtschaft, Kultur, das zu, eben auch zu mischen. Hat die Aufgabe, eben die Stadt zu beraten, aber wenn der Nachhaltigkeitsbeirat sagt, macht doch mal, liebe Stadt, und zeigen drei Finger auf die eigenen Institutionen und wenn sie was empfehlen, müssen sie es auch selber umsetzen. Ist also eigentlich ein gemeinsamer Lernprozess, der Beirat. Zukunftspreis, einmal im Jahr, demnächst wieder Ausschreibung. Ihr könnt alle Projekte vorschlagen, die ihr wollt. Precious Plastic war zum Beispiel vorgeschlagen. Es gibt also alle Möglichkeiten, was man da machen kann. Es gibt jetzt eine Ausweitung, das ist die alte Form. Demnächst gibt es nur noch 6 Preise, aber 4 Spezialpreise und 2 allgemeine Preise. Das Beste, was wir haben, ist die Schülerinnenjury. Wir suchen jedes Jahr eine Schulklasse von unterschiedlichen Schultypen. Dieses Jahr wird es wieder eine Mittelschule sein. Die kriegen alle Projekte und können dann nach ihren Kriterien sagen, das ist unser Favorite. Das ist unsere, also wir sagen einfach, ist doch eure Zukunft. Das ist am spannendsten. Das sind so kleine Projekte, die wir gemacht haben. Recap-Becher habt ihr jetzt hier nicht, aber vielleicht schon mal in der Stadt gesehen. Demnächst kommt das Lastenrad-Mietsystem, die Lechelefanten oben. Das sind alles so Sachen. Wir sind ein kleines Büro, demnächst mit 4,5, also wir haben demnächst mit 4,5 Stellen, 7 Personen oder 8 Personen teilen sich diese 4,5 Stellen. Genau. Und wir sind eine kleine Einheit. Die Stadtverwaltung sind fast 7.000 Leute. Also wir sind zusammengefasst. Nachhaltigkeit bedeutet in Augsburg, sich sammeln und einbringen in einem gemeinsamen Prozess und das auf Grundlage gemeinsamer Ziele und eines gemeinsamen narrativen Bildes. Das ist unser Nachhaltigkeitskonzept. Danke. Danke für die interessanten Einblicke, Herr Dr. Stamm. Nun, nun bekommen wir das Thema Nachhaltigkeit aus Sicht unserer Technischen Hochschule näher gebracht. Unsere nächste Dozentin hat hier in Augsburg Architektur studiert. Sie hat dann in aber in Augsburg den Master. Dann hat sie in Weimar promoviert. Später ist sie als Professorin für Projektmanagement und Bauökonomie wieder zurück an die Hochschule Augsburg gekommen, jetzt Technische Hochschule Augsburg gekommen. Sie leitet das Institut für Bau und Immobilien. Sie ist Vizepräsidentin unserer Technischen Hochschule für Transfer und Infrastruktur. Ich freue mich, Sie jetzt auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Frau Professor Dr. Elisabeth Grün. Zunächst mal herzlichen Dank für diese freundliche Einführung. Ja, Nachhaltigkeit ist ein Thema unserer Hochschule. Lieber Laszlo, ich stimme dir durchaus zu in dem, was du vorhin gesagt hast. Es ist ein wirklich Dauerthema geworden, was uns eigentlich in jedwedem Kontext beschäftigt. Das, was ich Ihnen vorstellen möchte, ist meine Sicht auf die Nachhaltigkeit in den letzten 5 Jahren dieser Hochschule. Das hat damit zu tun, dass ich jetzt für mich vielleicht ein bisschen mit in Anspruch nehmen darf,
dass ich in diesen 5 Jahren eben da ein wenig aktiv mitgestalten konnte, dank eines Förderprojektes unter anderem. Da kommt noch ein bisschen Info dazu. Und das, was ich Ihnen erzähle über die Hochschule und über die Geschichte der Nachhaltigkeit jetzt eben in diesem Betrachtungszeitraum, möchte ich auch anhand so eines kleinen Bildes machen. Es sind Kreise, in dem Fall sind sie wirklich konzentrisch. Bei dir, Norbert, waren sie so ein bisschen verschoben zueinander. Und bei mir bedeuten sie auch ein bisschen andere Sachen. Das hier, Orange, Sie wissen, dass Orange eine der Leitfarben der Hochschule ist. Also einfach mal merken, Orange ist die Hochschule. Sie wissen, dass Augsburg die Leitfarbe Grün an vielen Stellen hat. Also so ganz habe ich es jetzt nicht getroffen, denn die Tonalität des Augsburger Grüns, sehen Sie mir das nach, aber gemeint ist damit die Stadt Augsburg. Und ja, die Hochschule ist natürlich in der Stadt Augsburg. Das ist jetzt schon mal relativ klar und nachvollziehbar. Und die Stadt Augsburg hat aber natürlich ein Umland, hat eine Region. Und die Region ist mit diesem hellblauen äußeren Kreis gemeint. Und diesen kleinen weißen Punkt, den verrate ich noch nicht, der kommt zum Schluss. Ja, was war 2018 mit dem Thema Nachhaltigkeit an der Hochschule? Tatsächlich ist es so, dass ich ins Präsidium kommen durfte im Jahre 2018. Und was macht man da so? Da ist man so leichtfertig und sagt, naja, lass uns da mal so einen Förderantrag für so Bundesfördermittel machen. Das ist jetzt so, das wird jetzt gemacht. Und das haben wir auch gemacht und haben da im Kreise unter anderem dieser Personen sehr, sehr viel diskutiert und haben da ein Konzept geschrieben und hatten unglaubliches Glück und haben Geld an die Hochschule geholt, das uns dann viele Dinge im Nachgang ermöglicht hat. Unter anderem hat in diesem Förderprojekt eigentlich von vornherein die Nachhaltigkeit eine große Rolle gespielt. Wir haben aber relativ schnell gemerkt, als es darum ging, ja, was machen wir denn jetzt eigentlich und vor allem, was machen wir mit Kooperationspartnern? Das war von Anfang an ein sehr, sehr wichtiger Punkt und gerade die Stadt Augsburg, lieber Norbert, war als Kooperationspartner zu 100% gesetzt. Aber wenn man selber noch nicht sortiert ist, dann weiß man da auch gar nicht so richtig, wo man anfangen soll. Und so richtig sortiert, würde ich mal sagen, im Bereich Nachhaltigkeit waren wir als Hochschule unter uns noch nicht ganz. Es gab sehr beherzte Nachhaltigkeitsstreiter an der Hochschule. Einer davon ist zum Beispiel der Professor Rommel. Und gleichzeitig, es gab keine wirklichen tragfähigen Strukturen. Naja, was haben wir gemacht? Also erstens, Sie sehen hier nicht nur verewigt Professor Rommel, sondern hier auch noch verewigt Franziska Sperling. Sie sehen sie hier in der zweiten Reihe sitzen. Herzlich willkommen. Und ein paar andere, das bin ich, das ist ein Kollege, Michael Krupp auch ganz wichtig, Dietmar Braunmiller auch ganz wichtig, Barbara Giemann auch leider nicht mehr an der Hochschule. Wir haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, irgendwie die Orga fehlt, wer redet mit wem und wir wollen alle und irgendwie, aber wir brauchen Strukturen. Wir haben einen Nachhaltigkeitsrat gegründet. Wir haben uns hingesetzt und haben gesagt, wir sind jetzt der Nachhaltigkeitsrat. Wir geben uns so ein paar Grundsätze und wir fangen dann mal so an. Das war hochschulintern. Jetzt sind wir ja immer irgendwo in der Stadt, in der Region, in Bayern. Es gibt immer auch andere Hochschulen. Und wir haben gemerkt, es gibt andere Hochschulen, die sind da ganz gut drauf. Und die sind da schon vielleicht ein bisschen sortierter wie wir. Und es gibt auch ein überhochschulisches Netzwerk, nämlich das hier, Netzwerk Nachhaltige Hochschulen. Naja, was macht man, wenn man sich
sortiert, orientiert. Man klingt sich in Netzwerke ein und unterschreibt ein Memorandum of Understanding und muss das wiederum aber auch erst an der Hochschule diskutieren, durch alle Gremien bringen und irgendwie ja, machen, arbeiten, tun. Das haben wir gemacht. Im Rahmen dieser Auseinandersetzung mit den Strukturen an anderen Hochschulen sind wir dann sehr schnell darauf gestoßen, dass andere Hochschulen sich das Thema der Nachhaltigkeit in vier Unterthemen, in vier Bereiche aufgliedern. Denn die Nachhaltigkeit betrifft irgendwie alles, ja, das ist schon so. Ich fange jetzt mal rechts oben an und gehe dann so praktisch im Uhrzeigersinn rum. Strategie, ja, ja, klar, also man muss sich irgendwie auf eine Richtung einigen. Man muss Grundsatzdiskussionen führen, das ist absolut so. Man hat, die Wirtschaftler würden sagen, ein Kerngeschäft als Unternehmen. Wenn sich die Hochschule als Unternehmen begreifen würde, dann würde man sagen, manchmal tut es auch ein kleines bisschen, dann würde man sagen, unser Kerngeschäft, also das, wofür wir hauptsächlich da sind, ist natürlich Lehre zu machen. Klar. Also sprich, wir müssen uns überlegen, was hat Nachhaltigkeit in der Lehre zu tun, wo muss die da hin, wo gehört die da hin, was für Inhalte und so weiter. Zweites Handlungsfeld. Drittes Handlungsfeld, Forschung und Transfer. Was gibt es im Bereich der Nachhaltigkeit zu forschen? Und tatsächlich, so wie du auch vorhin sagtest, Laszlo, was gibt es zu diskutieren mit Ihnen allen? Seien Sie Studierende an der Hochschule, seien Sie jetzt einfach Teilnehmer von extern. Das ist ein Beispiel für die Transferdimension. Tja, und irgendwo findet das Ganze auch noch statt, in Räumen, auf einem Campus, da braucht es Licht für einen Beamer, da braucht es was sonst auch noch alles. Also es geht um den Betrieb der Hochschule. Und auch im Betrieb der Hochschule, wenn ich Beamer sage, geht es sofort um Stromverbrauch und damit natürlich um die Frage erstens, was ist es für ein Strom, ist es grüner, ist es kein grüner. Dann geht es um die Frage, wie warm ist es hier drin, reichen 19 Grad oder brauchen wir mehr, ist es Fernwärme, ist es was anderes. Also diese vier Dimensionen, das wurde uns bewusst oder haben wir von anderen übernommen und haben irgendwie gemerkt, da lässt sich eigentlich ganz gut arbeiten. Und da lassen sich dann auch wieder Arbeitsgruppen bilden in den jeweiligen Bereichen, die sich dieser Themen annehmen. Und es braucht natürlich auch irgendjemand, der sich da vorne dran hinstellt. Eine aus meiner Wahrnehmung sehr schöne Entwicklung ist, dass wir als Hochschule tatsächlich eine Vizepräsidentin haben inzwischen, die das Thema Nachhaltigkeit in ihrer Zuständigkeit hat. Also dieses, sagen wir mal, irgendwie da so anfangen und wir gründen jetzt mal und dann was machen die anderen und dann sortieren in die verschiedenen Bereiche und dann aber tatsächlich eine strukturelle Verankerung, dass es auch irgendjemand gibt, der quasi mal eine Ansage machen kann und auch ein Mandat hat, entweder Entscheidungen selbst zu fällen oder zumindest Entscheidungen, Beschlussvorlagen einzubringen, zu diskutieren und dann Beschlüsse voranzubringen. Ja, so haben wir uns vernetzt, so sind wir hoffentlich mit dem Thema oder sind wir sichtbarer geworden und es hat irgendwie eine sehr schöne, wie ich meine, Dynamik aufgenommen und inzwischen weiß man schon so ein bisschen, wen man irgendwie wo ansprechen kann. Wenn wir jetzt noch mal schauen, dieses Thema Strategieentwicklung, also wir sind jetzt rechts oben in dem Tortendiagramm, da haben wir oder hat der Kollege Michael Krupp mit Studierenden, also mit Kolleginnen und Kollegen aus ihrem Kreis sowas angefangen, Strategie, Diagramme und so weiter.
So ganz fertig sind wir da noch nicht aus meiner Sicht. Da haben wir noch ein bisschen Arbeit, aber wir haben trotzdem auch schon jemanden, der jetzt in der viertletzten Reihe von hinten sitzt. Wir haben, und das hilft uns sehr, zumindest in einer, sagen wir mal, Strategiedimension der Hochschule, ich meine Martin Reuth, also der, wo ich jetzt so hingucke und der jetzt da auch gerade grüßt, das ist Martin Reuth. Martin Reuth, du bist unser Klimaschutzmanager. Also es gibt jetzt eine Person an der Hochschule, die das Thema Klimaschutz, und das ist eine strategische Dimension, voranbringt. Da muss man anfangen mit CO2-Bilanzen und erstmal überlegen, wie viel von dem Zeug emittieren wir da jetzt eigentlich und in welchen Bereichen und was können wir machen, um da besser zu werden. Ja. Gerade vorhin haben wir noch zwei Worte gewechselt und es ging darum, dass das zu Beginn Brotkrumenarbeit ist, diese ganzen Details überhaupt erstmal zusammenzutragen. Aber das braucht es. Es braucht eine Basis, um dann zu wissen, wie machen wir weiter. Lehre. Ja, also es gibt eine Ringvorlesung, es gibt Wahlfächer, wo man sich in Richtung Nachhaltigkeit auseinandersetzen kann, vertiefen kann, was lernen kann. Es gibt auch bald einen neuen Studiengang. Dazu sagt Sabine Jöris, Kollegin von der Wirtschaftsfakultät, demnächst auch an einem dieser Abende hier mehr. Also sprich, im Bereich, in der Dimension Lehre, tun sich eine ganze Menge spannender Dinge. Und mit der Kollegin Sabine Jöris ist eine Mitstreiterin an Bord. Die ist super. Weiter. Ja, Forschung und Transfer, Recycling-Atelier. Vielleicht haben Sie vom Recycling-Atelier gehört. Das ist jetzt nur mein kurzer Teaser an der Stelle, weil ich das Gesamtbild heute einfach zeichnen möchte. Aber die Kollegin Nadine Warkocz kommt hier an diese Stelle auch nochmal und berichtet über den Bereich genauer. Jetzt kommt das Thema Betrieb. Betrieb ist einerseits auch nochmal Thema für den Martin Reuth, für unseren Klimaschutzmanager, aber natürlich tatsächlich für die Kollegen aus der Abteilung Technik und Gebäude. Und ich maße mir jetzt da an, ein klein bisschen mehr dazu zu sagen, wie in den anderen Bereichen, weil, wie Sie wissen, ich bin so eine vom Bau und kenne mich da ein klein bisschen aus. Ja, was gibt es da so für Themen? Ganz, ganz einfach. Die Frage, wie oft mähen wir eigentlich unseren Rasen hier auf dem Campus? Mähen wir den alle 4 Wochen? So Prinzip englischer Rasen, Picobello. Oder mähen wir den 2-mal im Jahr? Das ist natürlich bezogen auf die Biodiversität und bezogen auch am Ende auf den Wasserhaushalt und vieles andere mehr, ist zweiteres, also seltener mähen, eigentlich die bessere Variante. Da muss man mal den Gedanken haben, dann muss man überlegen, ja, was muss ich denn jetzt da anders machen? Und dann muss man das umsetzen. Fahrradstellplätze statt Pkw-Stellplätze. Ja, stimmt, klar, macht irgendwie Sinn. Sie sind ja vielfach mit dem Fahrrad da. Müssen wir jetzt auch irgendwie tun. Hatten wir Glück, haben wir jetzt ein bisschen Fördergeld bekommen, um neue Fahrradstellplätze aufzubauen und müssen noch ein paar Pkw-Stellplätze ausschleichen, sozusagen. Und so geht es weiter. So kommen im Bereich Gebäude und Betrieb diverse, ganz konkreter, es wird immer sehr konkret am Ende des Tages, ganz konkrete Aktivitäten, auf die man sich, die man identifizieren kann und die man sich dann einfach der Reihe nach kümmert und wieder Personen braucht, die es einfach machen und ja, natürlich auch das Geld dafür braucht. Irgendwo muss es gerade in dem Bereich wirklich herkommen, weil diese Maßnahmen immer, wenn man was bauen und umbauen muss, leider, es kostet Geld.
Ja, so viel jetzt mal zur Sortierung der Hochschule, dass Sie vielleicht da so ein bisschen ein Bild haben. Jetzt ist es so, die Hochschule beschäftigt sich aber nicht nur mit sich selbst und das ist eben nicht der Selbstzweck, sondern der Selbstzweck ist erstens Lehre zu machen und zweitens natürlich zu kooperieren. Und da kommt jetzt dieses Projekt Innovative Hochschule nochmal daher und da kommt eines daher, was wir uns dort zu Beginn als Ordnungsprinzip für die verschiedenen Projekte, Einzelprojekte im Rahmen dieses großen Projektes ausgedacht haben. Nämlich, es sollen Sachen in Kooperation mit der Stadt, mit der Region passieren, wo irgendwas Vernünftiges dabei rauskommt. Vernünftig heißt im positiven Sinne eine Wirkungsorientierung und vernünftig heißt im positiven Sinne auch nicht nur in eine Richtung eine Wirkung, sondern in einem ausbalancierten, ausdifferenzierten Wirkungssystem. Da kann es mal ein Projekt geben, was stark in die Dimension sozial wirkt, aber ein bisschen auch kulturelle Elemente hat, dann kann es ein anderes geben, das ist hier sehr stark, verwendet aber Technologie, um Dinge zu erreichen. Genau, das ist so ein kleines Bildchen, was die verschiedenen Projekte immer wieder begleitet hat und wo die Akteure eine Selbsteinschätzung vorgenommen haben für ihre Projekte. Dazu empfehle ich im Übrigen dieses Buch, wenn Sie da nachher noch drin blättern möchten. Ganz so viele wie die Nachhaltigkeitsbroschüren habe ich leider nicht dabei, aber ich lasse es einfach mal durchgehen. Und online steht es im Übrigen auch. Ja, das ist nochmal so ein kleines Orientierungsbildchen, was wir da in dem Projekt verwendet haben. Und natürlich, ja, wir haben mit Partnern gearbeitet. Da ist die Stadt. Was waren das jetzt für Projekte? Ich habe jetzt einfach nur 4 davon exemplarisch herausgegriffen, denn alle anderen sind entweder tatsächlich in diesem Büchlein dargestellt oder aber auch wirklich sehr, sehr ausführlich auf unserer Website vertreten. Also wenn Sie Lust haben, da ein bisschen nachzugucken, auf der Website, da finden Sie wahnsinnig viele von diesen Projekten. Die Kanu-Weltmeisterschaft war letztes Jahr in Augsburg. Was kann man jetzt machen, wenn man sagt, Kooperationsprojekte und Nachhaltigkeit sollen eine Rolle spielen? Naja, man kann sich mal überlegen, was kann man beitragen, dass diese Kanu-WM nachhaltiger ist. Details nachzulesen auf der Homepage. Man kann sich um Mikroplastik in Fließgewässern kümmern. Und da ist es jetzt so, da haben wir an der Hochschule natürlich Kollegen und Kolleginnen, die kennen sich mit Wasser aus, andere, die kennen sich mit Messinstrumenten aus und die machen studentische Projekte in diesem Bereich wieder in Zusammenarbeit mit Wasserwerk und so weiter, um da Erkenntnisse zu gewinnen, was man da machen kann. HSA Teach, Architektur im Kreis. Lesen Sie einfach gerne ein wenig nach, wenn Sie das interessiert. Das waren jetzt mehr so isolierte, einzelne Projekte, die wir aber versucht haben, sehr, sehr gut zu dokumentieren. Was besonders schön ist, wenn man Projekte anstößt, ist, wenn die dann nicht einfach vorbei sind hinterher, sondern wenn es weitergeht. Und wenn dieser Anfangsimpuls dazu dienen kann, dass sich eben was weiterentwickelt. Dafür steht exemplarisch die Initiative Precious Plastic an der Hochschule. Auch da gerne nachlesen auf der Homepage. Es geht um einen angemessenen Umgang mit Plastik. Es geht um Recycling. Es geht um Wiederverwendung von Plastik. Es gibt einen Urban Garden, zunächst vorne an der Hauenstädter Straße aufgebaut, inzwischen umgezogen an eine andere Stelle, aber weiterhin in Aktion. Ja, ich wollte ja auf diesen kleinen Punkt da in der Mitte von diesen vielen Kreisen noch zu sprechen kommen.
Ich glaube, dass wenn es um Strukturen geht, um Aktivitäten, um Ausrichten allerlei Handlungsfelder und Zieldimensionen, ich glaube, dass gerade an einer Hochschule, wo dann ja irgendwie die Profs auch Fachlichkeiten vertreten, dass es auch darum geht, sich praktisch in seiner eigenen Fachlichkeit mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen und sich dort sozusagen, naja, zu positionieren, auszukennen. Was heißt das jetzt für mich persönlich? Naja, ich muss mich bemühen, mich auszukennen im Bereich Bauwesen und in der Frage, was hat es damit dort in dem Bereich mit der Nachhaltigkeit auf sich? Miserabler, hoher Endenergieverbrauch, Treibhausgasemissionen, dass es kracht, ein Haufen Erdgas, also klingt alles nach zahlreichen Hausaufgaben. Bis hin zu, dass prominente Nachhaltigkeitsforscher wie ein Herr Professor Schellenhuber sich auf einem Kongress der Architektenkammer dann auch mal hinstellt und sagt, ich verkünde hiermit das Ende des konventionellen Bauens. Das ist schon eine Ansage. Da steht man dann so als kleine Architektin da und denkt sich, okay, was machen wir jetzt, wenn wir nicht mehr konventionell da bauen dürfen oder sollen oder wollen? Ja, scharf nachdenken, Lösungen überlegen, denn es gibt sie. Und dieses Lösungen überlegen und ringen um Lösungen ist natürlich das, was uns tatsächlich beschäftigt. Am Ende des Tages ist es ein Veränderungsprozess. Wir sind da alle durchaus, wir wissen im Groben, dass wir was wir wollen. Also der IPCC hält uns ja den Spiegel sehr deutlich vor, das muss man ganz klar sagen. Aber trotzdem, wir ringen um die Lösungen. Wir denken sich, ja, warum? Es war doch alles so einfach, warum dürfen wir das jetzt nicht mehr? Gasheizungen, aktuelles heftiges Ringen in der Koalition. 30 Stunden hat man um die aktuellen Beschlüsse jetzt gerade in den letzten 2 Tagen gerungen. Das ist nicht so einfach. Also es ist dann schon eine ganz schöne Achterbahn. Und die Achterbahn ist natürlich einerseits irgendwie ein momentanes Fehlen der Orientierung. Die braucht es erst wieder, man muss ringen um Lösungen, also es hat irgendwie ein bisschen was Emotionales auch, aber es geht auch um eine Achterbahn der Interpretation der Fakten und ein Ringen um Lösungsansätze. Ich glaube, das Thema kommt gut in unsere Studiengänge rein, das Thema Nachhaltigkeit kommt im Baubereich beispielsweise auch gut in Weiterbildungsangebote rein. Es geht immer um das Runterbrechen an der Stelle wirklich in die eigene Fachlichkeit. Und naja, es lohnt sich. Nachhaltigkeit, Raum für Ideen, das ist sozusagen mein Schlussplädoyer. Es ist ein ganz auch spannendes Feld und es macht große Freude und es ist eine große Entdeckerfreude in der eigenen Fachlichkeit, sich mit diesen wichtigen Aufgaben auseinanderzusetzen. Das war es eigentlich von meiner Seite, aber ich will Ihnen als allerletztes noch 3 Bücher hochhalten. 2 davon sind die hier. Eines heißt Faktor 4 und das andere heißt Faktor 5. Der Autor von beiden Büchern ist Ernst Ulrich von Weizsäcker. Sie haben die grandiose Chance, dank des Verhandlungsgeschicks von Laszlo Kovács, diesen Menschen, der diese unter anderem diese beiden Bücher geschrieben hat, hier kennenzulernen. Es ist ein richtiger Vordenker, ein Visionär im Bereich der Nachhaltigkeit. Und von dem her, Sie lernen auf dem Weg der Befassung mit der Nachhaltigkeit super spannende Leute kennen. Und der hier ist es definitiv wert. Und die Bücher sind es übrigens auch wert, sie zu lesen. Das ist von 1995 und das ist 10 Jahre später. Und was es damit auf sich hat mit dem Faktor 4 oder 5, gerne nachher drin blättern, wenn Sie es interessiert oder die Bücher lesen. Und ja, bleiben Sie dran und nehmen Sie es als
kreativen Freiraum, aber auch als Aufgabe, sich mit der Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Vielen Dank. Danke, Frau Professor Krön, für den interessanten Vortrag. So, jetzt kommen wir zum offenen Teil. Dann darf ich Sie gleich bitten, hier zu bleiben, Frau Professor Krön. Und Herr Dr. Stamm, ich darf Sie auch hier vorne auf diese schicken rote Stühle bitten. So, liebes Publikum, gibt es denn bereits erste Fragen von Ihrer Seite aus? Jetzt dürfen wir ringen. Wir werden nicht ringen, glaube ich. Okay, dann habt ihr noch ein bisschen Zeit, euch Fragen zu überlegen und ich fange gleich mit meinen ersten Fragen an. Herr Dr. Stamm, das Nachhaltigkeitsbüro gibt es ja jetzt schon seit 25 Jahren. Was würden Sie sagen, war Ihr größter Erfolg in dieser Zeit? Und wenn wir jetzt 25 Jahre in die Zukunft blicken, wo sehen Sie denn die größten Chancen? Also ich bezweifle, dass ich jetzt noch 25 Jahre in die Zukunft blicken kann. Das überlasse ich euch. Bin froh, dass ihr das dann macht. Bin ein bisschen hin und her gerissen mit der Zukunft, mit den 25 Jahren, mit der Angst. Also wir kriegen ja mit dem Klimacamp und so, wir kriegen ja auch Angst mit von einer Generation von... Ja, wo ich dann ein bisschen ne, so gelassen sage, ja, hätte doch immer Jotje gegangen, es hat immer gut gegangen, geht schon irgendwie weiter, Klimaerwärmung, okay, aber irgendwie, ne, wir machen ein bisschen weniger, aber wir machen weiter. Und da kommt einem so eine Angst entgegen oder sitzt da gegenüber, ja, und dann sagst du, was kann ich da bieten, wie können wir damit umgehen? Ja? Also das ist eine gewisse Ratlosigkeit, die natürlich aber auch ein Antrieb ist. Nichts zu tun ist manchmal gut, jetzt im ökologischen Sinne, ja, Ressourcenverbrauch, wenig machen, sich auf die Wiese legen, in den Himmel gucken, ist gut. Aber so an der ganzen gesellschaftlichen Problematik, weltgesellschaftlichen Problematik, nichts zu machen, geht irgendwie nicht. Und dann aber nicht in die falsche Richtung zu laufen. So. Also finde ich eine riesengroße Herausforderung. Das ist aber gleichzeitig auch das Spannende. Also das Spannende ist, und das hat Elisabeth Krön, glaube ich, auch ganz gut gesagt, das ist eine ständige Herausforderung, eine ständige Aufgabe. Ja. Und die kann aber durchaus dann auch Spaß machen. Ja. Weil man eben, wir sind ja gezwungen, neue Wege zu gehen. Und zwar menschenfreundlichere Wege und natur-umweltfreundlichere Wege. Und das wollen wir ja eigentlich, sage ich jetzt mal. Ja. Ja, wir dürfen gespannt sein, was da von der Stadt, aber auch von der Hochschule in dieser Richtung noch kommt. Gibt es jetzt schon eine erste Frage? Sonst mache ich mit meinen Fragen weiter. Okay, noch eine organisatorische Sache zu den Fragen. Ich komme immer zu euch ins Publikum wegen den Fragen, damit die Frage auch wirklich jeder versteht. Genau, also meine Frage wäre, Sie sind ja der Leiter des Büro für Nachhaltigkeit der Stadt Augsburg und in welchem Projekt das momentan stattfindet oder momentan getragen wird, sehen Sie das größte Potenzial? Tja, Entschuldigung, wenn ich so schnaufe. Eine Stadtverwaltung und eine Stadtpolitik ist ein großes Instrument. Wir sind der größte Arbeitgeber in der Stadt Augsburg. 7000 Leute, habe ich ja schon gesagt. Also dieses Instrument, Stadtverwaltung nachhaltig aufzustellen, das ist schon eine riesen Herausforderung, eine riesen Chance, eine riesen Notwendigkeit, weil es ja 1000 Stellschrauben gibt. Ja? Also ihr habt 5 Fakultäten an der... 7 an der Hochschule. Ihr habt 30, 40, 50 Studiengänge. Ja? Und in der Stadtverwaltung... Jeder von euch kann in der Stadtverwaltung anfangen zu arbeiten. Also wir haben ganz unten noch mehr. Mhm. Ja. Das heißt, eigentlich in dem ganzen Großen das immer wieder anzutreiben, das finde ich die größte Notwendigkeit. Klar, und dann gibt es halt die Notwendigkeit, auch kleine Projekte zu machen, die irgendwie fassbar sind, auch dass man den Mut nicht verliert, dass man sieht, dass was vorwärts geht, Mini-Projekte, Lastenrad-Mietsystem gibt es demnächst für Augsburg, fängt mit 11 Fahrrädchen an. Ja. Gut, für 300.000 Leute, aber um zu zeigen, nutzen statt besitzen, wir brauchen nicht noch mehr SUVs oder große Fahrräder, nicht überall und so, nicht jeder muss alles haben, wir müssen umdenken und so. Also so diese ganze Spannweite, das ist ja. Also die Aufgabe von uns, das habe ich auch versucht darzustellen, ist so einen gemeinsamen Fokus zu schaffen und eine gemeinsame Begeisterung, ein gemeinsames Ziel, eine Bewegung,
so wie ihr das an der Hochschule ja auch macht. So, gibt es weitere Fragen? Ja, hier. Danke. Tatsächlich auch eine Frage an Sie, Herr Dr. Stamm. Mich würde interessieren, wer beteiligt ist an der Weiterentwicklung dieser Zukunftsleitlinien, also ob das diese Akteure sind, die Sie da auch gezeigt haben, oder ob Sie da, Sie überarbeiten das ja alle 6 Jahre, ob da auch mal Menschen dabei sind, die vielleicht sonst nicht so viel mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Also wir haben das ja vor 1,5 Jahren gemacht, während Corona, und da waren 378 Leute beteiligt, die ich aber alle nicht kenne, weil wir das online gemacht haben und anonym. Also, das sind natürlich wahrscheinlich auch Kollegen aus der Stadtverwaltung gewesen, das sind auch Akteure aus dem Nachhaltigkeitsprozess gewesen, aus dem Forum, aus dem Beirat, aber es sind auch Leute aus Augsburg und Umgebung auch gewesen. Klar, wenn wir jetzt über die Leitbildebene reden und über Ziele und über Nachhaltigkeit, dann reden wir über Leute, die reden können oder die Zeit und Muße haben, sich auch Gedanken zu machen, auch eine gewisse Ausbildung haben. Es ist ein bildungsbürgerliches Projekt und Milieu. Ich weiß nicht, ob jemand sich hier nicht als bildungsbürgerlich bezeichnen würde. Wer schafft das jetzt? Also irgendwann, oder man wird es dann. Das Gegenmittel wäre eben, möglichst viele Routinen zu schaffen. Einfach für die Leute, die an Stellen sitzen, die was bewegen können, die was weitergeben können, die Rahmen setzen können, dann entsprechend die Rahmen so aufzuziehen, dass man eigentlich in die richtige Richtung läuft, dass es am leichtesten ist, in die richtige Richtung zu laufen. Also der Michael Kopatz hat ja dieses, auch ein Schüler des Wuppertal-Instituts von Ernst Ulrich von Weizsäcker und so weiter, Ökoroutinen, also Routinen schaffen, als Stadt, zum Beispiel als Stadtverwaltung oder auch als Hochschule. Ja? Also ich fand gerade diese Pfandkästen da draußen am Laternenmast gut. Ja? Also ich meine, gut, ja, weiß ich nicht, aber wenn man an dem Stadium ist, dass man mit einer leeren Flasche rumläuft und nicht weiß, wohin, dann ist es gut, wenn da so eine Kiste hängt. Darf ich die Gelegenheit nutzen, um was zu ergänzen, wo ich gemerkt habe, das habe ich vergessen vorher zu sagen. Tatsächlich die Frage, wen erreicht man, mit wem diskutiert man und wen bindet man ein? Oder wer ist überhaupt da bei der Diskussion um solche Themen? Ich entschuldige mich in aller Form dafür, dass ich das Referat Nachhaltigkeit der studentischen Vertretung der Hochschule Augsburg vorher nicht erwähnt habe. Das war ein echter Fauxpas und ich hoffe, Sie sehen es mir nach, weil genau das braucht es. Es braucht diese ganzen verschiedenen Gruppierungen und es braucht alle, die mitwirken. Und diese versuchen, also im jeweiligen Bereich erstens zusammenzuspannen und auf die Art und Weise halt irgendwie so ein, naja, sagen wir mal, Schneeballprinzip in alle Richtungen erstens in Gang zu bringen, aber dann auch einfach zu pflegen. Ich denke, das ist bei euren, bei der Diskussion jeweils um die Prinzipien ein ganz wichtiger Punkt und das brauchen wir genauso an der Hochschule. Vielleicht noch zwei Aspekte. Also ein Aspekt, Nachhaltigkeit bedeutet natürlich eigentlich auch streiten. Mhm. Ja? Also nichts ist per se jetzt einfach nachhaltig. Ja? Also auch wenn ich eine Ringvorlesung zu Nachhaltigkeit mache, ist die ja nicht unbedingt nachhaltig. Ja? Also es gäbe jetzt vielleicht stromfreiere Beschäftigungen oder so, keine Ahnung was. Ja? Und da das Maß dann auch zu finden, wo drücke ich auf die Tube und sage jetzt hier, bitte, das reicht nicht. Und wo auf der anderen Seite bin ich aber auch offen und nehme Leute mit und sage, hey, braucht Zeit. Ja? Du hast die Professorin Jörris erwähnt, steht ja auch unter dem Titel Bildung für nachhaltige Entwicklung, jetzt hier als Schlagwort, eine Bildung. Ich sage, unser Nachhaltigkeitsprozess in Augsburg ist, also wenn jemand fragen würde, wie nachhaltig ist Augsburg, dann sage ich, wir sind nicht besser als andere Städte, wir sind nicht schlechter, wir sind auch nicht besser. So, also so richtig nachhaltig sind wir nicht, auf keinen Fall. Ja? So, und dann zu sagen, okay, wir sind gemeinsam unterwegs,
letztlich ist es ein Bildungsprojekt, hier Ausbildung, und aber insgesamt, es geht darum, die Leute zu erreichen, auch nicht nur zu zwingen, also auch die Routinen muss man dann ja wollen und sich nicht geht mit Widerständen um, ganz wichtig, dass ihr die soziale Fakultät habt, ja, weil also das braucht es, ja, also allein technologisch lässt sich die Nachhaltigkeitsfrage nicht lösen. So, also dieses Streiten auch und dann auch Grenzen ziehen, das ist sehr auch eine Herausforderung. Also Nachhaltigkeit ist auch konfliktiv. So. Und der zweite Aspekt ist eben, wie gehen wir mit dieser globalen Herausforderung um? Ja? Also wir sind weiterhin hier im Privileg einfach. So, und ich habe mich immer schon, oder als das Klimacamp dann da war, habe ich mir gesagt, warum gibt es denn nicht schon seit 30 Jahren ein Eine-Welt-Solidaritätscamp neben dem Rathaus? Weil diese Nord-Süd-Frage, diese globale Gerechtigkeitsfrage, die ist ja mindestens so groß wie die Klimafrage. Die ist viel existenzieller. Da sterben die Leute jetzt schon, nicht erst demnächst oder so. Ja? Also, wie radikal muss man sein? So, hier hinten war, glaube ich, nochmal eine Frage. Und zwar hätte ich eine Frage an Sie, Frau Professor Dr. Grün, glaube ich. Und zwar, offensichtlich bewegt sich ja etwas an der Hochschule, auch hin zu einer nachhaltigeren Entwicklung, und nachhaltiger Transformationsprozess wird ja schon angestoßen. Aber ich frage mich, was erachten Sie denn persönlich als die stärksten Hemmnisse hin zu mehr Nachhaltigkeit? Ist es vielleicht, also sind es noch nicht eingeführte Digitalisierungsprozesse, nicht ausreichende Fördermittel, genau. Gute Frage. Was sind die stärksten Hemmnisse? Also ich würde, wenn Sie es erlauben, tatsächlich diese vier Dimensionen da nochmal durchgehen. Also bei der Strategiediskussion empfinde ich uns jetzt in den vier Feldern noch am weitesten zurück. Warum? Weil das die schwierigsten Aushandlungsprozesse sind und weil man da wirklich viel diskutieren muss, verankern, Leitbildlehre und so weiter und so fort. Also da ist sozusagen noch viel Luft und viel Wegstrecke da. Und die Diskussionen müssen geführt werden und machen Arbeit. Im Bereich Lehre empfinde ich momentan eine große Aufbruchsstimmung bei vielen. Hemmnisse gibt es auch. Es gibt Kollegen, die sagen, nee, Moment, also wenn jetzt da einer noch nicht richtig Mathe kann, dann braucht der oder die jetzt noch nicht anfangen, abstrakte Nachhaltigkeitsprinzipien zu lernen. Oder wenn einer nicht weiß, wie eine Gasturbine funktioniert oder was auch immer. Was ich damit meine, ist, dass es schon auch da eine Herausforderung gibt im Aushandeln der Inhalte, die dann einfach in einem Studiengang drin sind. Das ist immer wieder mal durchaus auch eine Herausforderung. Forschung und Transfer, was sage ich dazu? Muss man einfach machen. Eigentlich ist in diesem Bereich die Verfügbarkeit von Themen und die Verfügbarkeit von potenziellen Fördermitteln durchaus ganz gut, weil die Politik dieses Thema schon auch will. Die Politik will, dass sich da neue Lösungen erarbeitet werden. Da fehlt es nicht am Geld, sage ich jetzt mal leichtfertig, aber vielleicht trotzdem an der Zeit. Und ich bin auch gespannt auf das, was du dann dazu noch sagst. Und beim Bereich Betrieb, das ist tatsächlich wirklich eine echte finanzielle Herausforderung, die, wo wir darauf angewiesen sind, dass sich der Freistaat da tatsächlich irgendwie dazu bekennt, auch Investitionen zu fördern. Aus dem Bereich der Lehre könnte ich vielleicht ein kleines Beispiel noch hinzufügen, wie große Spannungen hier zu erfahren sind. Vor einiger Zeit hat der DAAD eingeführt, dass man auch virtuelle Mobilitäten fördert. Das heißt, ich muss gar nicht nach Spanien fahren, um an einer spanischen Universität als Austauschstudent zu lernen, weil man das für nachhaltiger
hält und in einer Runde von Vizepräsidenten, Vizepräsidentinnen von Bayern haben wir das besprochen und die Kollegin aus Nürnberg hat sich gemeldet, das ist aber überhaupt nicht nachhaltig, das ist genau das Gegenteil von nachhaltig. Das kann ja nicht sein, dass wir sowas wie virtuelle Mobilitäten fördern. Und viele haben nur so ganz merkwürdig geguckt und wir haben nicht verstanden, was sie meint. Ja, wenn man nicht hinfährt und dieses Land nicht erfährt, dann kann man doch nicht nachhaltig lernen. Man kann das nicht nachhaltig im Kopf behalten. Man kann nicht irgendwie nachhaltig verändert werden. Das ist vorübergehend, wenn ich nur kognitiv am Bildschirm irgendwas mitbekomme. Und da hat sie einen komplett anderen Begriff von Nachhaltigkeit als das, was der DAAD damit gemeint hat, dass wir jetzt die Mobilitäten einschränken können und nur auf das notwendige Maß diese Reisen zurückfahren. Und es ist schon sehr vernünftig, auch diese Dimension von Nachhaltigkeit. Wie lernt man nachhaltig, wenn man das schon tut? Wie kann man das so tun, dass es wirklich eine Wirkung hat über längere Zeit, wenn ich diese Mobilität einführe? Und diese Diskussion führen wir an der Hochschule, wenn Studierende uns sagen, wir wollen hybride Lehre. Hybride Angebote, weil wir nicht jedes Mal an die Hochschule kommen wollen. Natürlich spart man dadurch Fahrzeit und man wird auch in der Mobilität etwas nachhaltiger. Gleichzeitig sind viele unserer Dozenten und Dozentinnen der Meinung, dass es eine Notwendigkeit ist, dass die Studierenden zu uns kommen und hier miteinander ringen und um die Lösungen herauszufinden, sich kennenlernen. Und es ist ein Teil des Studiums, dass die Leute vor Ort sich gegenseitig in die Augen schauen müssen und dann erzählen müssen, was ihre Meinung ist. Das ist ein Teil des Bildungsprozesses. Natürlich ist die Frage dann, was ist nachhaltiger? Es sind unterschiedliche Dimensionen von Nachhaltigkeit, die wir mal stärker, mal weniger stark betonen können. Und es ist nicht einfach zu sagen, jetzt steht etwas im Weg der Nachhaltigkeit, sondern wir müssen auch unterschiedliche Dimensionen zu unterschiedlichen Zeiten wahrnehmen. Danke. So, weitere Fragen? Ja, und zwar, ich hätte noch speziell zu den Fahrradstellplätzen eine Frage. Und zwar, nachdem die jetzt ja glücklicherweise ausgebaut werden in der Stadt, wäre von mir auch aus die Frage, also ich radle relativ viel auch im Augsburger Umland immer wieder. Und was mir eigentlich sehr positiv an der Stadt auffällt, ist, es gibt extrem viele Radwege, die auch extra als solche markiert sind. Im Umland, jetzt speziell auf den Dörfern, eigentlich eher weniger. Gibt es in diese Richtungen eventuell auch Alternativen beziehungsweise zukünftige Projekte, bei denen man plant, das eben auch auszubauen? Es gibt kein regionales Mobilitätskonzept bisher. Ja, es gibt ein Mobilitätskonzept für den Landkreis Augsburg, das ich aber gar nicht kenne, weil es mich nicht betrifft. Ich bin nicht eingebunden war und nicht mein Beritt ist und so weiter. Aber ne, ist also kenne ich leider nicht. Wir arbeiten in der Stadt Augsburg jetzt gerade an einem Mobilitätskonzept. Auch wieder nur als Stadt. Wir haben verschiedene Brücken, wie den AVV, wo klar ist, da muss man größer denken. Wir haben einen Handlungsdruck. Der Hauptautoverkehr in der Stadt kommt vom Umland. Ja, so, also wenn wir nicht die Verkehrsbeziehungen zum Umland verbessern. So. Auf der anderen Seite Kommunalpolitik. Ich habe schon genug zu tun mit einem Stadtrat hier in Augsburg und mit der Stadtverwaltung in Augsburg. Und wenn ich noch zwei Landräte, wir sind ja so nussförmig umschnitten von zwei Landkreisen, das sind ja zwei, wenn du jetzt noch zwei Kreistage noch an der Backe hättest und noch zwei Landräte neben der Oberbürgermeisterin, dann kommst du, glaube ich, gar nicht mehr ins Arbeiten. Ja. Also es ist unbedingt wichtig, da zu denken. Es gibt andere, die machen das besser. Also Hannover Region, Kiel Region, Stuttgart, die denken regionaler. Da gibt es auch stärkere regionale Bezüge oder einfach wird politisch regionaler gestaltet. Das ist in Bayern nicht so. Wir sind ja in Bayern das Bundesland mit den meisten Kommunen. Ja, jeder Bürger, jeder CSU-Bürgermeister weniger, das tut weh. Ja, also Bürgermeister, Kommunen zusammenzulegen, ist nicht so einfach. Die letzte Gebietsreform hat es 1970 gegeben. Ja, also da muss man einfach mal gucken. Ja, hat auch wieder Vorteile.
Ja, kleine Einheiten, selbstregiert, wir wollen ja auch klein, ein Viertel. Ja, das muss man abwägen. Aber man braucht vielleicht noch mehr so mittlere Ebenen, um diese Vernetzung. Also, was ist eine Region? Wo spielt sich das Leben ab? Wenn ich Sie frage, wo wohnen Sie? Die wohnen nicht alle in Augsburg, vielleicht im größten Teil oder so. Aber wir müssen da eben größer, ein bisschen größer müssen wir schon denken. Ja, also ich glaube auch, Sie sprechen, was das Thema Mobilität anlangt und Mobilitätskonzepte, durchaus einen wunden Punkt an. Der ist irgendwie bekannt, dass das mit der Mobilität, dem ÖPNV beziehungsweise dann auch dem nicht motorisierten Individualverkehr an den Stadtgrenzen schwieriger wird. Und also das Problem ist genau richtig erkannt. Und gleichzeitig die Lösungen sind zäh aus Gründen, die du gerade so darstellst, weil immer müssen die Akteure zueinander finden und miteinander reden, Budgets aushandeln und so weiter und so fort. Und gerade an der Grenze zwischen Stadt und Umland knirscht es da manchmal sogar leider Gottes ganz besonders, weil das unterschiedliche Haushalte sind und die Lasten unterschiedlich getragen und unterschiedlich wahrgenommen werden und so. Eine Ergänzung kann ich noch machen zum Thema Mobilitätskonzept für die Hochschule. Einige von Ihnen wissen vielleicht, dass wir ja an einem dritten Campus planen, dort drüben bei der Prinz-Karl-Kaserne. Da brauchen wir noch Durchhaltevermögen, bis es wirklich steht, das Ganze, aber wir sind auf einem sehr guten Weg. Unter anderem gehört dazu, dass es Grundlage der Genehmigung der Bebauung sein wird, dass ein Mobilitätskonzept für diesen Campus erstellt wird, dass man also im Planungsprozess vorbereitend schon überlegt, ja, wie kommt man denn dahin? Nicht nur, wo parkt man da und mit was, sondern wie kommt man dahin? Wo hält die Straba, wo hält der Bus und so weiter und so fort? Wie sind sozusagen auch kreisförmig die Einzugsgebiete, wie nah ist der Bäcker und so weiter? Und auf Basis eines derartigen Konzeptes wird dann mit der Stadt ausgehandelt, wie viele Stellplätze für Autos braucht man, wie viele Stellplätze für Fahrräder, wie viele Stellplätze im Übrigen tatsächlich auch für Lastenfahrräder. Der Stellplatz für ein Lastenfahrrad muss ein bisschen größer sein wie der Stellplatz für ein normales Fahrrad. Also nur um ein Beispiel zu geben, wo sich dann doch wieder was tut. Aber just an der Stelle, wo Sie es gerade sagen, weiß ich leider auch keinen guten Beitrag dazu. Kann ich das schriftlich haben mit den guten Radwegen in Augsburg? Kann nicht bestätigen, oder? Ja, also ne, das ist relativ, ja, genau. Genau. Ja. So, gibt es noch weitere Fragen hier aus dem Publikum? Okay, dann mache ich mit meinen Fragen weiter. Ach so, ich dachte, wir Feierabend. Nein, ist okay. Gerne. Frau Professor Grün, Sie haben ja viele HSA-Transferprojekte begleitet. Welches hatte da das größte Nachhaltigkeitspotenzial in Ihren Augen? Der Beirat. Also der Beirat, ja, der Beirat und die Fortführung dessen hat sicherlich großes Potenzial, weil man da mit großen, idealerweise dann mit großen und langen Hebeln ansetzen kann auf der Ebene. Aber mein liebstes Projekt im Bereich der Nachhaltigkeit ist eben eines davon, was weiterlebt nach dieser Förderphase. Das ist Precious Plastic. Ich bin Fan von Precious Plastic, bekennender Fan. So, Herr Dr. Stamm, Sie haben im Vortrag von einem Nachhaltigkeitsbeurteilungskonzept für Beschlussvorlagen gesprochen, also Beschlussvorlagen des Stadtrates. Welchen Einfluss dieser Nachhaltigkeitsbeurteilungen auf das Abstimmverhalten im Stadtrat konnten Sie denn feststellen? Ja, ich komme gerade, ich bin vom Schreibtisch aufgestanden, um
ungefähr um 5:30. Wir finalisieren gerade den ersten Bericht, also wir machen jetzt einen größeren Bericht, 5 Jahre Nachhaltigkeitseinschätzung Augsburg, 2018 bis 2022, also alle Jahre wurden einzeln ausgewertet, aber jetzt gibt es so ein Gesamtding, weil wir das als Grundlage brauchen für eine Weiterentwicklung, weil wir nicht zufrieden sind mit dem Instrument. Es auf der anderen Seite aber viele Kommunen in Deutschland gibt, die das als Vorbild nehmen. Das heißt, das ist so ein Mittelding. Ja? Besser als nichts, aber eine direkte Messbarkeit, ganz schwierig. Das ist ein Tool, um diese 20, um die Nachhaltigkeitsziele, die die Stadt hat, die die Stadtgesellschaft hat, um die bei jeder Beschlussvorlage den Leuten, die die Beschlussvorlage erstellen, das macht die Verwaltung, die politisch verantworten, das ist die Schnittstelle Referate, Fraktionen, die Referenten und Fraktionen, und dann nachher im Stadtrat, denen es bewusst zu machen, hört mal, alles, was ihr da macht, solltet ihr bitte unter diesen 20 Gesichtspunkten, mindestens unter diesen 20 Gesichtspunkten anschauen. So. Manche Stadträte sagen, ich lese die Beschlussvorlage von hinten, weil da die Nachhaltigkeitseinschätzung hängt, aber ich glaube, das sind die wenigsten. Ja. Ich kann das nicht sagen, wir können das nicht sagen, selbst bei dieser Auswertung. Wir können sagen zum Beispiel, wir sehen, dass bei dieser Nachhaltigkeitseinschätzung, die wird ja von der Verwaltung ausgefüllt, von den Leuten, die Beschlussvorlage schreiben, die füllen auch die Einschätzung aus, weil es nicht anders ging. Am Anfang hieß es, ihr macht das vom Büro für Nachhaltigkeit. Ja. 400 Beschlussvorlagen im Jahr, die gehen alle über den Tisch des Büros für Nachhaltigkeit, von Kita bis zum, weiß ich nicht, Finanzen, Eigenbetrieb, Altenhilfe und so. Und wir sollen aber beurteilen, ob das nachhaltig ist oder nicht. Wir hätten den ganzen Betrieb aufgehalten, wäre nichts mehr weitergegangen in der Stadtverwaltung, bis wir da irgendwelche vernünftigen Stellungnahmen abgegeben hätten. Das haben wir gesagt, okay, wir müssen dahin kommen, dass die Einzelnen, das sind ungefähr 400 Leute in der Stadtverwaltung, die eine Nachhaltigkeitseinschätzung schreiben, dass die das wissen, was nachhaltig ist. Oder zumindest sich auf den Weg machen, sich damit auseinandersetzen. Und dann wollen wir eigentlich, dass beim zweiten Mal, wenn sie die Nachhaltigkeitseinschätzung mal gemacht haben, das nächste Projekt, die nächste Beschlussvorlage fertigen, wissen, ach, ich werde ja nach den 20 Dingern gefragt. Und wenn ich im Liegenschaftsamt ein Erbbaupachtrecht umstelle, dann werde ich auch nach den ökologischen oder nach den sozialen Fragen gefragt. Und nicht nur finanziell, wie das fürs Budget für den städtischen Haushalt sich auswirkt. So, und das ist die Hoffnung und das ist auch Realität. Das wird uns auch gespiegelt, zum Beispiel von den Dienststellen, dass die halt sagen, okay, ja, wir merken jetzt, aha, das, was wir tun, hat auch noch Auswirkungen in anderen Bereichen. So. Ich sag, ist besser geworden. So, ja, aber wie viel? Es gab mal einen Landkreis im Norden von Nordrhein-Westfalen, am Steinhuder Meer, die haben diese Nachhaltigkeitseinschätzung quantifiziert, haben dann gesagt, ab dem Schnitt von 3,02 ist es nachhaltig und drunter nicht. Ja, so, aber das kannst du nicht eigentlich. Also du kannst nicht, wie willst du jetzt Soziales gegen Ökologisches, gegen Ökonomisches, wie willst du das aufrechnen, wie willst du das gewichten? Ja. Deswegen diese Gesamtschau. Und dann zu sehen bei uns, die Problembereiche, also erstmal Nachhaltigkeitseinschätzung, die meisten, 98,3% der Nachhaltigkeitseinschätzungen sind positiv. Und nur 1,7% negative, hemmende Auswirkungen werden benannt. Nur 1,7%. Die sind dann natürlich offensichtlich, okay, damit müssen wir uns die anderen angucken. Haben wir uns die anderen angeguckt, haben gesagt, welche werden denn am wenigsten oft positiv gefördert? Kann man ja auch was daraus ablesen. Und dann kommt man zu dem Schluss, dass, hey, Stadt, die ökologischen Sachen, das sind unsere großen Problembaustellen in der Stadt. Ja. Ist nicht überraschend, aber zeigt es nochmal. So. So Sachen kann man dann daraus ziehen. Ja, aber interessant, dass diese Nachhaltigkeitsbeurteilung dann quasi eine kulturelle Veränderung in der Stadtverwaltung dann quasi hervorgehoben genau. hat. Genau. Ja. Gut, gibt es jetzt noch Fragen aus dem Publikum? Okay, dann ist jetzt der offizielle Teil der Veranstaltung beendet. Ich danke für die spannenden Fragen und für die anregenden Diskussionen. Ich darf Sie noch zum nächsten Vortrag dieser Reihe einladen. In 3 Wochen, am 19. April, kommt, wie vorher schon angekündigt,
der Dr. Ulrich von Weizsäcker mit der These, die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen sind leider nicht nachhaltig. Ich würde mich freuen, da auch wieder welche von euch zu sehen und bis bald.